Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Hier für die Füchse unter euch, so sieht die tiefer gelegte Melodie aus. Also wenn ich jetzt alle Vöglein in der oberen Oktave nicht mehr singen möchte, dann switche ich einfach eine Oktave tiefer zum nächstgelegenen A, nehme das als meinen Grundton und komme hier bei diesem A mit den Hilfslinien raus, genau wie ihr es gerade schon in der Tonleiter gesehen habt. Ja, jetzt könnt ihr eine Oktave tiefer singen oder spielen oder einfach zum nächsten Video schreiten.